Servus Leute, wie immer, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Hier steht meine SXF 350, das Winterprojekt steht eigentlich kurz vor der Tür. Da ich jetzt aber noch ein, zwei Mal fahren werde, bevor ich wirklich mein Motorrad schlachte, zerlege und wieder komplett neu aufbaue, möchte ich einfach nochmal kurz das Ventilspiel kontrollieren und einstellen. Dabei dachte ich mir eigentlich, ich nehme euch wieder mit, weil so viele gefragt haben, ob ich auch hier wieder ein externes Video machen kann. Ja, das werde ich machen. Was wird wieder benötigt? Eigentlich nicht viel. Die wichtigsten Informationen von den Drehmomenten am besten, welche Drehmomente ihr anwenden müsst. Ihr müsst wissen, wie ihr den Motor auf OT stellt. Ist hier eigentlich recht einfach und easy. Ich zeige es euch gleich wieder. Ja, Bügelmesserschraube, Schimmsatz und ihr könnt eigentlich anfangen. Hier gibt es ein paar spezielle Punkte, die man beachten muss. Man muss leider hier bei der 350er und bei der 250er KDM die Nockenwellen rausbauen, dass man überhaupt dahin kommt. Dementsprechend muss die Steuerkette ausgehängt werden und ihr müsst die Steuerzeiten wieder neu einhängen zum Schluss. Ist ein bisschen aufwendiger und man muss es vielleicht schon mal gemacht haben, denn sonst ist es etwas, ja, etwas aufwendig, sag ich jetzt mal. Bei der 450er ist es nicht so aufwendig und bei der 500er, da muss einfach die Nockenwelle nicht raus. Da müssen bloß die Kipphebel raus, das geht aber recht einfach. Ja Leute, der Tank ist unten. Jetzt geht es eigentlich ganz einfach weiter. Wir haben hier eine Schelle, die lösen wir einfach mal, ziehen den Schlauch ab. Dementsprechend haben wir noch einen Motorhalter, den einfach mal abschrauben, damit wir einfach mehr Platz haben, um diesen Ventildeckel runterzukriegen. Die Zündkerze, also den Zündkerzenstecker ebenfalls abziehen und die drei Schrauben hier oben lösen. So, nachdem wir jetzt hier den Ventildeckel weg haben, haben wir alles freiliegend eigentlich, somit extrem easy. Ihr müsst es aufpassen, hier oben in den Ventildeckel war hier oben drauf eine Dichtung. Die müsst ihr natürlich wieder anbringen, passt auf, dass ihr die wirklich nachher wieder bündig aufsetzt. Ja, wie geht's weiter? Wir müssen jetzt erstmal anschließend unser OT einstellen. Das funktioniert bei dieser Maschine eigentlich ganz einfach. Wir haben hier oben drauf auf der Nockenwelle auf beiden Nockenwellen eine abgefräste Fläche. Diese abgefräste Fläche muss bei beiden Nockenwellen einfach nach oben zeigen. Dementsprechend haben wir oben jetzt in dieser, ja, ich sag mal, dieser Brücke von der Nockenwelle, haben wir zwei Markierungen. Es sind jeweils zwei Punkte drauf auf beiden Seiten und diese zwei Punkte müssen genau bündig mit dieser abgefrästen Fläche sein. Wenn das so zu sehen ist, habt ihr euren Nullpunkt, also euer Zünd-OT eingestellt. Ich werde das mal kurz machen. Bei der 250er und 450er geht es eigentlich ganz einfach. Wir nehmen uns einfach passendes Werkzeug und drehen jetzt hier unten mal diese Abdeckung raus. Natürlich aufpassen, hier kann je nach Schräglage vom Motorrad etwas Öl rauskommen. Hierzu noch eine Information. Euer Motor muss kalt sein, also ihr dürft das Ventilspiel nicht einstellen, wenn der Motor gerade an war. Also er darf keine Betriebstemperatur haben, euer Raum soll im besten Fall 20 Grad haben. Bei 20 Grad wird das Ventilspiel eingestellt. Ich werde jetzt hier unten so lang drehen, bis ich meine Nockenwellen auf die gewünschte Position habe. Ich werde mal kurz einstellen und werde euch sofort zeigen, was ich meine. Ich habe schon eingestellt, ich mache jetzt hier unten die Schraube wieder drauf, diese Kappe. Es muss nicht unbedingt Öl rauslaufen. Auf jeden Fall nicht zu fest anziehen, denn hier sind Feingewinde drauf. Zudem ist es Aluminium. Das hat man recht schnell rund gedreht.
So, jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, was ich gerade gemeint habe mit dieser abgefrästen Fläche auf der Nockenwelle. Ich zeige es euch einfach mal anhand der rechten, also der Einlassseite. Wir haben hier unsere Nocke und diese Nocke ist hier hinten abgefräst. Man kann es einigermaßen erkennen. Hier hinter meinem Finger ist eine Position in dieser Brücke hier oben und etwas weiter hinten haben wir die zweite Markierung. Diese Markierung muss zu sehen sein. Das ist nicht nur hier der Fall, sondern auch auf der Auslassseite. Ich kann es euch gar nicht richtig zeigen. Vielleicht sieht man es, hier ist die eine Position und die Nockenwelle hat auf jeden Fall hier hinten drauf auch eine abgefräste Fläche. Diese Fläche muss ebenfalls nach oben zeigen. Jetzt könnt ihr hergehen und könnt euren Steuerkettenspanner lösen und die Steuerkette aushängen und anschließend dann eben ja, die Brücken hier öffnen und die Nockenwellen raustun. Bevor wir das aber jetzt machen, müssen wir erstmal lehren, was für ein Ventilspiel wir aktuell überhaupt in den Motor haben. Bevor wir jetzt aber oben die Steuerkette runternehmen, wollen wir natürlich sicher gehen, dass sich unsere Kurbelwelle nicht mehr weiter drehen kann. Wir haben hier so eine Art Blockierfunktion. Hier hinten ist eine Schraube, wo eine Kupferscheibe drauf ist. Diese Schraube einfach entnehmen. Hier wird jetzt höchstwahrscheinlich etwas Öl rauskommen, deswegen beeilt euch, wenn möglich. Kupferscheibe auf Seite legen und die Schraube wieder montieren. Diese kann man jetzt komplett auf Anschlag drehen und somit ist eure Kurbelwelle gesichert, dass diese Kurbelwelle sich nicht mehr verdrehen kann. Wir haben nämlich in der Kurbelwelle so eine Aussparung, wo die Spitze dieser Schraube in diese Aussparung reingreifen kann. Sobald wir fertig sind, müssen wir selbstverständlich wieder diese Kupferscheibe reinbauen. Wenn wir das nicht machen, kann es vorkommen, dass ihr euch den Motor kaputt macht, weil einfach durch den Anlasser versucht wird, die Kurbelwelle zu drehen, aber es ist ja nicht möglich, weil es aktuell noch blockiert ist. Also immer daran denken, diese Unterlegscheibe später wieder reinzubauen. So, wir machen jetzt diesen ganzen Spaß. Wir nehmen wieder hier unsere Fühlerlehre. Das Ventilspiel auf der Einlassseite muss 0,10 bis 0,15 mm betragen. Das bedeutet, wir checken erst einmal die 0,10, ob überhaupt die Lehre reinpasst. Wenn sie nicht reinpasst, ist das Ventilspiel auf jeden Fall schon mal zu klein. Das ist hier bei dieser Maschine leider etwas gefummelt. Man kommt gar nicht richtig hin, wo die ja, Ventilschirms sitzen. Dementsprechend muss man wirklich schauen, dass man da einigermaßen hinkommt. So, nachdem ich das einmal komplett durchgemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich erkennen könnt, aber wir haben hier unser Sollmaß, Einlass 0,10 bis 0,15, Auslass 0,13 bis 0,18 und unser aktuelles Istmaß ist auf der Einlassseite rechts 0,07, links 0,08. Auslass rechts 0,12 und links 0,13. Es ist somit eigentlich überall zu klein, außer auf der Auslass linken Seite. Das werde ich aber auch etwas nachstellen, denn ich bin lieber im oberen Bereich wie im unteren Bereich. Beim oberen Bereich schadet es dem Motor nicht wirklich. Es kann sein, dass die Maschine etwas mehr klappert, sag ich jetzt mal. Aber im unteren Bereich ist halt die Gefahr einfach da, dass sich das Ventilspiel erneut setzt und ihr eventuell eine leichte Öffnung der Ventile besitzt und somit euren Ventilsitz beschädigt. Jetzt gehen wir einfach her und machen den Steuerkettenspanner auf. Anschließend nehmen wir die Steuerkette runter, machen unsere Brücke auf und wir können eigentlich ja, die Nockenwellen rausnehmen und anschließend die Ventilschirms messen, die wir aktuell verbaut haben und gegen andere tauschen, damit wir unser Ventilspiel neu einstellen. Nachdem wir jetzt hier unsere Steuerkette lose haben, wie man sehen kann, da ist jetzt kein Druck mehr drauf, die Steuerkette ist nicht mehr auf Spannung, gehen wir erstmal her und nehmen dieses Führungsblech hier ab. Wie ihr sehen könnt, die Schrauben sind doch einigermaßen fest. Deswegen geht bitte mit Gefühl ran, nicht dass ihr die abbrecht oder einfach rund macht.
die Schrauben vorsichtig rausnehmen und aufpassen, dass euch hier nicht in den Schaft hier reinfallen. Denn hier wieder eine Schraube rauszufummeln ist doch etwas aufwendiger. Hier haben wir diesen Gleitschuh von der Steuerkette und jetzt können wir hergehen und können die Steuerkette runternehmen von unseren Nockenwellen und die Nockenwellen dann ausbauen. Hierzu einfach die 6 Schrauben, die jetzt noch übrig sind, lösen. Am besten über Kreuz lösen, nicht dass Spannung entsteht. Und natürlich zum Schluss wieder über Kreuz anziehen. Das nötige Drehmoment steht wieder in eurem Werkstatthandbuch. Einfach besorgen oder mal beim Händler nachfragen. Die rücken manchmal die Daten raus. Wir haben hinten noch so ein Alu-Drehteil von der Zündkerze. Dieses kann abgezogen werden. Sitzt zwar auch etwas fest. So, wir kommen jetzt eigentlich recht gut an diese Schrauben ran. Hier jetzt wieder das gleiche Problem. Hier kommt man gar nicht richtig ran, um ja, diese Schraube zu lösen. Wir müssten jetzt hier eigentlich diesen Schlauch öffnen. Ich hoffe natürlich, ich komme mit einem Winkelstück ran. Also mit einem Winkelstück kommt man gerade so dahin. Aber das ist einfach nicht dafür gedacht, das Ventilspiel einzustellen, wenn der Motor noch drin ist. Das ist alles so eng. Dementsprechend finde ich dieses Motorkonzept überhaupt nicht wartungsfreundlich. Das ist echt etwas aufwendiger und ja, nicht für den Alltagsschrauber, finde ich persönlich. So, nachdem jetzt alles hier lose ist, tun wir die Schrauben natürlich erstmal raus. So, die ganzen Schrauben haben wir jetzt weg. Jetzt können wir natürlich vorsichtig unsere Brücke lösen. Diese wird höchstwahrscheinlich noch nie abgewiesen sein, deswegen bappt sie etwas. Also erstmal wirklich mit Gefühl hier rangehen. Okay, sie wackelt schon mal. Dementsprechend wird sie gleich nachlassen. Ist halt wirklich alles etwas eng hier, obwohl es nur ein 350er ist. Ich habe ein 450er einfach deutlich mehr Platz und kann somit besser agieren. Jetzt vorsichtig raus, ohne irgendwo anzuecken, da wir hier unsere Leitflächen haben, wo eben unsere Nocken laufen. Hier gleich schauen, ob man irgendwelche Abriebspuren sieht. Wenn dies der Fall sein sollte, ja, sollte man sich doch mal an einen neuen Kopf kümmern bzw. ranmachen. Sieht aber noch einigermaßen in Ordnung aus. Nun können wir aber hergehen und können die Nocken abnehmen. Einfach nach oben rausziehen. Nehmen wir diese als erstes raus. Und hier die zweite. Jetzt natürlich aufpassen, dass euer
Steuerkette nicht in den Schaft reinfällt. Ich mache mir jetzt hier erstmal einen Kabelbinder rum. Somit kann die Steuerkette jetzt nicht mehr nach unten fallen. Und wir haben hier unsere zweite Nockenwelle. So Leute, nachdem wir jetzt hier unsere Nockenwellen draußen haben, hier ist die Steuerkette sicher, dass diese nicht runterfallen kann, haben wir hier unsere, ja, wie kann ich es wieder zeichnen, unsere Hebel, die tun wir alle nach oben und tun die dementsprechenden Ventilschims, die unten drin liegen, einfach mal mit Magneten raus, messen die und bauen dementsprechend kleinere oder größere Schims ein, dass das Ventilspiel wieder passt. Danach einfach diese Schims hier reinlegen, runterklappen und alles wieder andersrum einbauen. Darauf achten, dass die Drehmomente passen. Und das ist eigentlich das Ventilspiel, ja, einstellen an sich. Es ist hier an dieser Maschine wirklich extrem aufwendig, zumindest finde ich das persönlich. Es ist überhaupt nicht wartungsfreundlich, weil kaum Platz, man kommt nicht hin, man muss die Steuerzeiten aushängen. Dementsprechend wirklich etwas aufwendiger. Was natürlich gut ist, man sieht gleich, ob irgendwas defekt ist, weil man wirklich den Kopf abnimmt. Naja, der Kopf ist nicht ab, Entschuldigung. Die Nockenwellen sind halt einfach weg. Dementsprechend sieht man hier die ganzen Lagerbuchsen, wo die Nockenwellen gelagert sind. Ob irgendetwas verschlissen ist. Aber jetzt werden wir erstmal hergehen, fangen am besten auf der Einlassseite an, weil es bei mir auf der Liste als erstes dran kommt, und werden den Ventilschrimm rausnehmen. Einlass, rechte Seite, hier am besten einen Magneten zur Hilfe nehmen, einfach in den Kopf reingehen und der Schrimm bleibt natürlich am Magneten hängen. Hierbei aufpassen, dass ihr den Magnet nicht fallen lasst. Hier ist er, Einlass, rechte Seite, einfach mal abnehmen, am besten mit einem Zebra sauber machen. Mit gut Glück steht noch drauf, was es mal für ein Maß war. Aber dem vertrauen wir natürlich nicht, denn diese Teile verschleißen selbstverständlich auch. Also Bügelmessschraube nehmen und einmal messen. Wir haben hier 2,16. Das notieren wir uns erstmal auf dem Papier. Und nehmen den nächsten Ventilschrimp raus. Einlass linke Seite. Haben hier 2,13. Jetzt Auslass rechte Seite. Hier haben wir 2,12. Ups. Auslass linke Seite.
Hier haben wir 2,11. So, jetzt haben wir alles ausgeschrieben und können einfach, wenn möglich, die Ventilschirms untereinander tauschen. Oder man benötigt einfach so einen kompletten Satz. Hier sind verschiedene Maße drin und dementsprechend kann man sich so das Ventilspiel einfach selber zurechtfummeln. So, ich habe es euch nochmal kurz aufgezeichnet, damit ihr es ein bisschen leichter nachvollziehen könnt. Wir haben hier unser Istmaß. Einlass 0,10 bis 0,15 mm, Auslass 0,13 bis 0,18 mm. Die Ventilschirms liegen hier, die haben wir gerade gemessen. Die Maße stehen da und unser aktuelles Istmaß von den Ventilen. Fangen wir Einlass rechte Seite am besten an. Haben wir aktuell 0,7. Ist zu klein, wir benötigen 0,10. Wir können jetzt erstmal schauen, ob wir untereinander Ventilschirms tauschen können. Wir haben hier genau 0,03 Unterschied. Das bedeutet, wenn wir jetzt diesen Schirm hier hochlegen, haben wir auf jeden Fall schon mal 0,10er Einlass. 0,10er Einlass finde ich voll in Ordnung, deswegen werde ich jetzt einfach diesen Schirm hier hochlegen und den 2,16er schon mal auf Seite legen. Aber wir merken uns den erstmal, vielleicht brauchen wir den noch woanders. Jetzt haben wir hier linke Seite 0,8 und es ist ein 2,13er Schirm drin. Ich möchte hier auch wieder am besten auf die 0,10 kommen, das heißt 2,13, 2/100 runter, werden wir hier bei 2,11, nehmen wir diesen Schirm und bauen den hier oben ein. Jetzt sind wir hier auch bei 0,10 mm Ventilspiel. Einlassseite ist fertig, machen wir mit der Auslassseite weiter. Wir haben hier 0,12, wir brauchen mindestens 0,13. Das heißt, wir sind auch hier zu klein. Ich könnte jetzt hergehen und hätte den 0,11er nehmen können. Den 2,11er, Entschuldigung. Dann wäre ich auch 1/100 größer gekommen und wäre auch wieder in der Toleranz. Ich möchte aber lieber gerne meine Auslassseite etwas größer machen, denn die heißen Abgase machen meistens eher den Ventilsitz kaputt wie die kalten Abgase. Dementsprechend möchte ich lieber dieses Ventilspiel etwas größer halten, also in der Toleranz größer halten. Das ist auch der Grund, warum diese Toleranz einfach größer gehalten ist wie das Einlass. Ja, um das einfach größer zu machen, nehmen wir einen kleineren Ventilschirm, weil wir somit ein kleineres Maß haben, wird das Ventilspiel größer. Haben hier aktuell ein 2,12er, das würde bedeuten, ich würde am liebsten einen, ja, 2,10er würde schon reichen. Besitze ich aber hier in meinem Schirmkasten nicht, deswegen nehme ich einen 2,8er, einen 2,08er. Hier, der ist nagelneu, das Maß steht sogar noch drauf, dementsprechend werden wir hier den einbauen. Das allergleiche werde ich jetzt unten auch machen. Hier werde ich auch einen 2,08er nehmen. Dieser ist auch noch nie verwendet gewesen, das Maß steht drauf. Ich kann ja trotzdem mal messen, dass ihr seht, was ich hier einbaue. 2,08, kann man recht schön sehen. Ich hoffe, die Kamera steht einigermaßen scharf. Hier sieht man es. Die Ratsche ist am Ende. Dementsprechend können wir jetzt diese Ventilschirms einbauen. Die zwei hier werde ich jetzt wieder auf Seite legen und in den passenden Kasten legen. Das hier ist der 2,11er, schmeiße ich einfach mal 2,12 rein, das ist der 2,12er, den schmeiße ich auch in 2,12 rein. So, jetzt sind wir fertig hiermit und können einfach diese Ventilschirms wieder drüben einbauen. Auf unserer Nockenwelle hier sitzt ein Lager drauf. Dieses Lager hat hier eine Feder, die einfach in einer Nut sitzt. Diese Nut muss selbstverständlich auch in euren Zylinderkopf oben in der Nut sitzen, sonst bringt das ganze System hier nichts. So, die Nockenwellen sind wieder drin, unsere Steuerzeiten passen auch. Ich gehe jetzt immer gern hierher und mache einfach mal die Dichtfläche sauber. Viele sagen, es ist besser, wenn hier Fett oder Öl drauf ist. Ich habe sie lieber etwas sauber. Es kann ja sein, dass einfach Staub, Dreck oder ein kleines Steinchen drin liegt. Dann bekommt ihr einfach nur Probleme, dass euer Ventildeckel nicht mehr richtig dicht ist. Ich nehme euch noch mal kurz mit hier rüber und möchte euch zeigen, wie ihr jetzt selber seht, ob eure Steuerzeiten wieder richtig sind. So, wir haben hier wieder alles montiert. Unsere Steuerkette ist aktuell natürlich noch nicht gespannt.
weil der Steuerkettenspanner fehlt. Der gehört hier vorne rein. Ihr müsst jetzt aber natürlich schauen, dass eure Nockenwellen wieder gerade eingebaut sind. Wir haben hier unsere überfrästen Flächen. Boah, ihr seht es halt wirklich schlecht. Wir haben hier vorne noch eine, da über meinen Finger. Und wir haben hier hinten eine, die ganz genau über meinen Finger ist. Diese zeichnen gerade wirklich wieder schön parallel nach oben. Die rechte Seite ist natürlich noch etwas mehr nach links geneigt. Entschuldigung. Weil einfach die Steuerkette noch nicht richtig straff ist. So müsst ihr das ausrichten, dass es wirklich passt. Jetzt könnt ihr eure Brücke wieder montieren und die Schrauben mit den Drehungen anziehen. Hier bitte über Kreuz arbeiten. Anschließend wieder euren Gleitschuh für die Steuerkette aufbringen und den Steuerkettenspanner einbauen. Vorher kontrolliert aber bitte nochmal, ob das hier hinten passt. Die Steuerkette auf der Zugseite muss immer straff sein. Also hier hinten ist wirklich die Steuerkette straff. Die lockere Seite von der Steuerkette ist hier, also wenn ich hier reinlang, seht ihr wirklich oben, die Steuerkette spannt sich. Dementsprechend habt ihr hier die Zugseite, diese bitte immer schön straff halten und danach könnt ihr euer ganzes Gedöns hier oben einstellen. Wenn wir fertig sind, nehmen wir selbstverständlich wieder diese Schraube raus, machen die Kupferscheibe rein, damit nichts schief geht. Bevor ich jetzt die Brücke montiere, möchte ich euch einfach nochmal zeigen, was ich vorhin gemeint hatte. Man sieht jetzt hier auf der Brücke eigentlich recht schön die Markierungen. Diese Markierungen müssen nachträglich wieder zu sehen sein. Zu guter Letzt natürlich die Schrauben wieder anziehen. 14 Newtonmeter gehören hier drauf. Ich werde die jetzt alle über Kreuz anziehen und fange in der Mitte an. Ja, die Schraube hier drüben ist schon eine Sache. Da kommt man halt einfach nicht schön ran. Geht doch. Dann machen wir jetzt die hintere noch. So, die Schrauben sind fest. Jetzt kann der Steuerkettenspanner rein. Hierzu nehme ich euch nochmal kurz mit hoch. Hier haben wir den lieben Steuerkettenspanner, der natürlich hydraulisch funktioniert. Diesen müssen wir jetzt einmal zusammendrücken. Drücken den Steuerkettenspanner einmal auf Anschlag sozusagen. Der Spiel hier vorne soll 3 bis 4 mm betragen. Jetzt gehen wir natürlich wieder her und montieren den Steuerkettenspanner. Eigentlich ganz einfach. Die geschlossene Seite vom Steuerkettenspanner muss nach innen zeigen. Die offene hier in diesen Deckel und jetzt einfach wieder dieses komplette Bauteil unten reinstecken und festdrehen. So, den Steuerkettenspanner selbst tun wir jetzt mit 25 Newtonmeter anziehen. Da wir jetzt wissen, wie wir da besser rankommen, funktioniert das ja einigermaßen, aber ich komme hier gar nicht hin mit der Nuss, also machen wir es mit dem Schlüssel. Sollte man jetzt einigermaßen im Gefühl haben und nicht zu fest machen, denn so eine Schraube ist halt auch sehr gerne mal rund oder ab. Also schön mit Gefühl anziehen, ich denke mal, das reicht. Jetzt anschließend hergehen und hier vorne
ist eine Kappe drauf. Diese Kappe einmal rausschrauben. Jetzt gehen wir einfach her und lösen unseren Steuerkettenspanner aus. Wie wir aktuell noch sehen können, ist die Steuerkette wirklich noch nicht straff. Die ist wirklich komplett lose, kann man hier eigentlich recht schön sehen. Und wir lösen einfach jetzt hier mit einem Durchschlag oder ähnlichen den Steuerkettenspanner neu aus. So, wie man jetzt sehen kann, unsere Steuerkette ist komplett straff. Ich kann sie nicht mehr runterdrücken. Der Steuerkettenspanner hat ausgelöst. Hier drin war eine hydraulische Feder, die jetzt einfach wieder aufgegangen ist. Dementsprechend haben wir jetzt unsere Steuerkette wieder neu gestrafft. Die ist komplett fertig. Wir können den Ventildeckel drauf machen. Vorher machen wir aber noch diese Schraube hier unten aus dem Motorblock raus und wir sind komplett fertig. So, wie ihr sehen könnt, sie ging gerade scheiße an. Das hat auch den Grund, ich habe einen Choke vergessen. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, es ist eigentlich nicht der Aufwand. Es ist nur extrem kompliziert gemacht bei dieser Maschine. Ja, normalerweise geht man auch her und kontrolliert nachträglich das Ventilspiel nochmal. Also man baut alles zusammen und misst alles durch. Da ich jetzt aber wahrscheinlich eh im Winter den Motor komplett rausbaue, also wahrscheinlich, ich werde den Motor ja komplett rausbauen, messe ich das jetzt nicht nach. Ich gehe einfach den theoretischen, das wird auch praktisch passen. Eigentlich super easy, ihr habt es gesehen. Wenn ihr es wirklich selber machen wollt, achtet darauf, dass ihr wirklich die richtigen Drehmomente verwendet und dass euch nichts irgendwo reinfällt, dass ihr keine Schraube krumm macht. Es ist wirklich, ja, man soll nicht unbedingt zwei linke Hände haben, man soll schon selber mal an der Materie dran gewesen sein. Ich mache, wie gesagt, alles selber bei mir. Dementsprechend vertraue ich da mir selber. Und ihr habt es gesehen, es ist nicht der Aufwand. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich habe knapp über 2 Stunden gebraucht. Ich habe es zum ersten Mal bei dieser Maschine gemacht. Beim nächsten Mal mache ich alles, wenn der Motor draußen ist, da kann man es wirklich schöner machen. Aber einfach nur zur Kontrolle, dass wirklich alles passt, habe ich jetzt mal so gemacht. Morgen geht es auf Rennstrecke und ich bin gespannt, wie ich klarkommen werde. Ich werde euch höchstwahrscheinlich mitnehmen. Dementsprechend bedanke ich mich wieder fürs Einschalten. Wie gesagt, ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt. Hier hinten hängt mein Kalender, wer Bock hat, ein paar geile Rennstreckenbilder zu haben und gleichzeitig einen Kalender für 2020, einfach mal im Shop vorbeischauen. Er ist unten markiert. In der Artikelbeschreibung, Videobeschreibung, einfach mal vorbeischauen und wie immer bin ich für Kommentare zu haben. Einfach mal drunter schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut's raus. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar.